Hochwürdige Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem zweiten gemeinsamen Podcast mit mir, des Kanzlers Zigarre, und mit der Antifa-Analyse. Wunderschönen guten Tag, guten Mittag, wie auch immer. Ja, wir machen heute einen kleinen Rückblick des vergangenen Jahres 2019. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ja, womit hat für mich 2019 begonnen? Ganz klar, ich bin politisch aktiv geworden. Ja, zunächst erstmal habe ich, nachdem der Fall Magnitz bekannt wurde, das war mein erstes Video auf diesem YouTube-Kanal, habe mich auf jeden Fall dort entschlossen, ich muss dazu jetzt einfach was sagen, ich muss meine Meinung dazu äußern, ich kann nicht länger schweigen, weil die politische Gewalt gegen einen Oppositionspolitiker, die kann ich einfach nicht mehr länger hinnehmen, ich muss mich jetzt äußern, ich muss damit beginnen. Ja. Wie ist für dich das Jahr 2019 gestartet? Was hast du da so als erstes auf deinem Zettel? Also für mich hat es tatsächlich gestartet mit der Nachricht, dass Repressionen gegen die Polizei angelaufen sind. Und zwar wurde im Mai 2019, also im Mai des vergangenen Jahres, ein sehr gefährlicher, rechtsextremer Sticker in einem Polizeiauto der Düsseldorfer Polizei gefunden. Und also es handelt sich um einen Aufkleber der Identitären Bewegung. Und es war nicht in Düsseldorf, es war in Duisburg übrigens, Entschuldigung. Und danach ging eine regelrechte Hetzjagd los. Es sind mehrere Kollegen nach diesem Sticker befragt worden. Dieses Auto wurde allerdings auch ausgeliehen an andere Polizeistellen, beziehungsweise war auch in der Werkstatt. Das heißt, dort wurden Nachforschungen angestellt. Fahrtenbücher wurden kontrolliert. Das alles, heißt, alles wegen dem Aufkleber. Alles nur wegen diesem einen Aufkleber, das ist richtig. Und danach hat die Staatsanwaltschaft in Duisburg gesagt, dass der Aufkleber überhaupt keine Strafbarkeit darstellt. Also selbst wenn einer aufgestanden wäre und gesagt hätte, alles klar Jungs, ich war das. Ja, das hätte einfach nichts gebracht. Den hätte man nicht mal disziplinarrechtlich dafür belangen können. Okay, das ist geil. Eine Verschwendung von Steuergeldern, würde ich sagen. Oh, krasse Geschichte auf jeden Fall. Wie ging's dann bei dir weiter? Ja, Repression ist ein super Stichwort von dir. Im Prinzip, der Verfassungsschutz geht immer härter gegen die Opposition vor. Hat man an verschiedenen Stellen gesehen. AfD, Identitäre Bewegung. Dann die Hate Speech Gesetze werden in diesem Land, besonders was natürlich Patrioten angeht, was Libertäre angeht, immer heftiger. Und es kommt auch zu Sperrungen. Befeuert wurde das Ganze nochmal durch wirklich widerliche rechtsextreme Anschläge in zum Beispiel Christchurch, Australien, aber auch in Halle, dieser vermutlich antisemitische Anschlag oder antisemitisch motivierte Anschlag und des Weiteren auch einem wirklich verachtenswerten politischen Mord an Walter Lübcke. Ja, diese ganzen wirklich schrecklichen Vorfälle, wo übrigens auch wirklich jeder im patriotischen, libertären, migrationskritischen, in dieser Szene hat sich absolut jeder von diesen widerlichen Taten distanziert. Und trotzdem werden sie benutzt, um die Repressionen gegen selbige viel härter angehen zu können. Der Kanal von Sellner wurde auf YouTube gesperrt, soviel zum Thema Sperrungen. Aber auch diese Lüge, Christchurchgate und die Austrian Connection, dass es dort eben eine Verbindung zwischen Martin Sellner und dem Attentäter von Christchurch gegeben hätte, was nachweislich jetzt eine Lüge war. Und die Medien haben das alle groß auf der Titelseite geschrieben. Jetzt hat sich allerdings herausgestellt, dass sogar die Hausdurchsuchungen bei Sellner illegal waren und nicht hätten durchgeführt werden dürfen. Und es quasi rein auf Druck der Medien, aber natürlich auch aufgrund der linksextremen Staatsanwaltschaft in Österreich halt dazu gekommen ist. So, und das haben die Medien natürlich nicht auf der Hauptseite quasi abgedruckt, sondern nur irgendwo ganz hinten als kleine Notiz, als kleine Richtigstellung. Also wirklich, wirklich widerlich, muss man sagen, was dort an Repressionen passiert ist. Wenn man sich anguckt, wenn Schlomo Finkelschein die vulgäre Analyse ein Video hochlädt, ist meistens das Video sofort weg und der Kanal auch. Einzig, da muss man jetzt auch mal wirklich ein bisschen was Positives sagen für 2019, die Honigwabe, das neue Talk-Format von Idiotenwatch und Schlomo, hat sich etabliert und konnte sich auch halten. Ja,
Damit schließe ich jetzt quasi diesen Beitrag mit etwas Positivem, das nicht ganz so negativ klingt. Was hast du noch auf der Liste? Ja, ich hätte auch noch was Positives. Und zwar ist ja Ende 2019 gleichzeitig der Kanal von Funk auf YouTube runtergenommen wurden, um genauer zu sein, Jäger und Sammler. Also ich weiß nicht, wer unseren lieben Freund Tarek Testru kennt, aber der Kanal von YouTube wurde auf jeden Fall gelöscht. Das war der mit, ihr seid einfach nur weiß oder einfach nur Ja, richtig. privilegiert, ich Ja, bin der arme Moor. ja. Ja, Dann richtig. sagt er mir was. Ja. Und ja, der YouTube-Kanal hat uns verlassen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht Tarek jetzt? Und in dem Fall, dass Tarek eventuell arbeitslos geworden ist, ärgert ihn vielleicht das nächste Thema, woran er vielleicht gar nicht so oder so unschuldig ist, und zwar die Wohnungspolitik. Die Mietpreisbremsen, die eingeführt wurden oder eingeführt werden sollten, auf jeden Fall in Berlin, reichen anscheinend nicht, denn die Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD sah ja 2019 ein oder als weitere Möglichkeit, die Mieten zu senken, Enteignung. Bedeutet also, wir enteignen einfach Menschen, die sich irgendwo eine Firma aufgebaut haben, relativ viele Mietwohnungen haben, enteignen diese und werden dann die Wohnung zu Sozialbauten umbauen bzw. als solche vermieten. Was das dann für den Zerfall eben jener Wohnung bedeutet, ich glaube, das brauche ich nicht ansprechen. Auf jeden Fall wieder eine wunderbare Idee der Linken. Das wird dieses Land wieder auf den richtigen Weg bringen. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Könnte man echt ein eigenes Video drüber machen. Unglaublich. Und was war bei dir da noch so los? Ja, dann, ja, anknüpfend. Komme auch erstmal wieder mit was Positivem. Und zwar meinem erfolgreichsten Video in diesem Jahr hat, ja, ich glaube, irgendwie 190 Klicks, fast 200 Klicks also. Also wirklich. 194. Ja, also wirklich gar nicht mal so schlecht dafür, dass der Kanal noch so jung ist. Und zwar, warum die IB nicht rechtsextrem ist, habe ich direkt im Anschluss dargemacht, dass als der Verfassungsschutz gesagt hat, jo, identitäre Bewegung ist gesichert rechtsextrem. So, kann man sagen, ja, begründen wir so und so, habe ich in dem Video ganz sauber widerlegt. Es gibt berechtigte Kritik an der IB, das will ich jetzt hier auch gar nicht verneinen, aber die kommt dann eher aus dem libertären Lager und hat andere Gründe. Aber was der Verfassungsschutz dort gebracht hat, war einfach nur lächerlich und ja, konnte sich gegen meine Argumente überhaupt nicht halten. Und im Endeffekt hat das Kölner Verwaltungsgericht dann auch gesagt, dass der Verfassungsschutz die IB nicht gesichert rechtsextrem nennen darf. Ja, das war auf jeden Fall eine herbe Niederlage und da hatte die IB auf jeden Fall mit ihrem Anwalt einen juristischen Erfolg. Ja, so viel also nochmal zu dem Thema. Hast du noch was auf der Liste? Ja, den grünen Abschluss des Jahres 2019. Die Allerweltsberühmtheit Greta Thunberg. Denn Greta hat es nicht nur geschafft, ein unglaublich selbstdarstellerisches Video auf der Website des Times Magazine zu bekommen, wo sie ja sehr stolz auf sich selbst in die Ferne starrt. Nein, Greta wurde auch Person des Jahres 2019. Da sie laut dem Times Magazine sehr, sehr viele ja, Personen dieses Jahr bewegt hat. Hier wird teilweise von 4 Millionen Leuten geredet, die quasi diesem globalen Klimastreik ja, beigetreten sind. Sie wird als Nationalheldin gefeiert, weil sie so arg mutig auf ihrer Segeljacht da im späten November, ich glaube, das war der Atlantik, den Atlantik überquert hat. Und ja, vor allem, weil sie ja währenddessen so unglaublich mutig war. Ich meine, die ganze Crew ist ja anscheinend in Panik verfallen, während Greta mit ihrer ruhigen und unglaublich ja, ahnungsvollen Art da die Crew durch schwierige Zeiten gelenkt hat. Also wirklich Applaus an dieses unglaublich starke 16-jährige autistische Mädchen. Das war Wahnsinn. Die hat's verdient. Gut.
Ja, Ich glaube. Thema Ökosozialismus, wo du das sagst, also was 2019 ja besonders stark war, dass eben diese ganz offenen Forderungen nach, wir brauchen jetzt keine Marktwirtschaft mehr, die Marktwirtschaft ist gescheitert, wir sehen es ja im Klimawandel, wir brauchen jetzt Ökosozialismus, die Forderung nach mehr staatlicher Kontrolle, nach mehr Verboten, nach mehr Steuern, ja, es ist so populär wie, glaube ich, noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte. Früher musste quasi die Obrigkeit Steuern, Verbote, Kontrolle dem Volk immer aufzwingen. Jetzt fordert das Volk die Obrigkeit auf, selbiges vorzunehmen. Also vollkommen geisteskrank. Und jeder, der sich widersetzt, wird als Klimaleugner diffamiert. Die Lüge, dass 97% der Wissenschaftler sagen, ja, der Klimawandel, der ist so menschengemacht. Ja, das Ganze wurde schon in diversen Videos auch widerlegt. Ja, beim Klimagate ist da ganz viel rausgekommen. Aber was wirklich das große Problem ist, wir entwickeln uns in eine schlechte Richtung. Und zwar, dass Ideologie vor dem Menschenverstand und vor allen Dingen auch vor freier Wissenschaft steht. Also dort ja, erleben wir jetzt wirklich eine negative Entwicklung. Ja, was lässt sich ansonsten noch zu dem Jahr sagen? Ganz zu Ende des Jahres habe ich mir ein neues Medium angeeignet, und zwar Twitter. Ich habe jetzt einen Twitter-Account mit des Kanzlers Zigarre. Ja, ich wollte mal Donald Trump live posten, weil diese ganzen ja, Übersetzungen von Medien mit einem Bild, wo er eine Grimasse zieht und dann im Prinzip auch nur seine Tweets vorgelesen werden, ja, kann ich mir auch sparen. Dafür brauche ich nicht mehr die Tagesschau. Also ich folge Donald Trump jetzt live auf Twitter. Bekomme ich, denke ich mal, einiges mit über Außenpolitik. Ja, im Prinzip, das Jahr 2019 hat mit politischer Gewalt gegen Frank Magnitz angefangen. Ja, politische Gewalt, diesmal nicht gegen einen AfD-Politiker, sondern gegen einen Polizisten, war leider auch der Beginn des Jahres 2020. In Connewitz, einem ja wirklich linksextremen ja, Stadtviertel von Dresden, glaube ich, ist es in der Silvesternacht zu Ausschreitungen, sage ich jetzt mal, zwischen Linksextremen und der Polizei gekommen. Und dabei ja, wurde einem Polizist irgendwie der Helm vom Kopf gerissen, und der hat auf jeden Fall eine schwere Schädelwunde gehabt. Und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Ansonsten wäre er wahrscheinlich dabei gestorben. Ja, also auch wieder extreme politische Gewalt von links. Und eine Stadträtin der Linken hatte wirklich nichts Besseres zu sagen, als zu fragen, warum geht denn die Polizei da überhaupt hin? Können die Menschen dort nicht friedlich ihr linksextremes Silvester feiern? Warum musste die Polizei da hinkommen und Feuer löschen? Wie sinnlos ist das? Ja, ich denke mir auch, wenn die Polizei irgendwo hinkommt und quasi Feuer löscht, die Linksextreme dort angezündet haben an irgendwelchen Barrikaden, ja, dann ist auf jeden Fall die Polizei schuld, wenn ihr dann noch der Helm vom Kopf gerissen wird Selbstverständlich. und Das ja, wäre angegriffen ja. werden. Also leider geht es wieder mit Gewalt los, aber ja, was soll man machen? Wir werden auf jeden Fall standhaft bleiben, probieren natürlich unsere Medienaktivitäten jetzt in 2020 noch etwas zu erhöhen. Und vielleicht bekommen wir auch mal interessante Gäste in unser Podcast-Format, wenn wir das jetzt etwas aktiver machen. Also ich hätte da durchaus einige Ideen, welche Leute man mal einladen könnte. Ja, Ja, durchaus auch ich interessante ebenso. Persönlichkeiten. Ja, mal gucken, was da Ja, quasi kommt. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns gleich schon wieder nach diesem kurzen Resümee, was wir gezogen haben. Und ich wünsche einen wunderschönen guten Abend oder Mittag oder wie auch immer, je nachdem, wann ihr das schaut. Ja, ich wünsche auf jeden Fall euch ein gutes Jahr 2020, und ich wünsche natürlich auch der allgemein der patriotischen Bewegung ein gutes Jahr 2020. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wie immer gerne in die Kommentare. Also wirklich diskutieren mit Leuten, die diskutieren wollen und können. Das machen wir wirklich am liebsten, und die müssen dabei nicht unsere Meinung haben. Ja, Hauptsache, es wird vernünftig gesprochen, denn dieses Podcast-Format soll wie immer ein Beitrag zum Diskurs sein, und ein Diskurs ist die Grundlage unserer Demokratie. Vielen Dank fürs Zuhören.